Wir freuen uns auf eine wunderbare Künstlerin. Knallpinke Trachtenshorts und eine entfesselte Ziehharmonika. Das sind die Markenzeichen von Melissa Naschenweng. Mit ihrem Lederhosenrock stürmt die Österreicherin den Schlagergipfel. Und mit ihrem mitreißenden Mix aus Volksmusik und Pop. Digital ist dir eine Offenbarung, live ein Erlebnis. Das beweisen Millionen Klicks auf YouTube, ausverkaufte Stadien, dreimal Platin und jetzt schon Gold für das aktuelle Album Glück. Den wichtigsten Musikpreis Österreichs, den Amadeus Award, hat sie gleich fünfmal gewonnen. Und heute hat sie Premiere. Als Lockvogel für Verstehen Sie Spaß. Hier kommt der schönste Lockvogel Österreichs, Melissa Naschenweng. Hallo. Servus. Schön, dass du da bist. Hi. Ach, toll. Hallo, servus. Hallo. Servus. Ganz ein Unbekannter. Servus. Ja, schön, dich Hallo. Zu sehen. Servus. Hallo, Christi. Wen kennst du alles aus der Runde? Alle. Florian, oder? Also persönlich kennen wir uns. Kenne ich nur Florian, oder? Und Thomas? Ich kenne ja. Ja, mich kennst du da persönlich, ja. Deine Heimat Kärnten, die ist sowas von schön. Volle schön. Volle schön. Wie sagt man's? Volle Scheren. Volle Scheren. Jawohl. Volle Scheren. Ich liebe Kärnten. Du warst unterwegs irgendwie in irgendwelchen Open-Air-Konzerten, oder? Ich habe heuer meine erste große Bergbauerntour hinter mir. Ich stehe auf Bergbauernbuben. Ich auch. Spielst du auf der Bühne noch Instrumente? Ja, das gleiche wie der Florian. Das gibt's nicht. Die steirische Harmonika. Also du sagst steirische Harmonika, du sagst ja, quetschen, oder? Ja. Es ist ja quetschen, aber Heimatluftkompressor geht da. Ja, ja, genau. Und guck mal, hier habt ihr schon zusammengespielt. Ja. Das schaut gut aus. Cool, oder? Und hier klassischer Fall von Nerven verloren vom Kleiderschrank, Florian. Ja. Mich schon mal rangetastet. Dann verstehen Sie Spaß. Wir haben dich wunderbar nach Wien geschickt. Du kommst ja aus Kärnten, aber in Wien hast du dich auch ziemlich wohl gefühlt. Wir verwandeln unser Studio jetzt mal in eine etwas gruselige Umgebung. Gespensterstadt. Wir haben nämlich mit dir was Wunderbares gemacht. Wir haben dich als Wachsleiche verwandelt. So schön war ich noch nie. So schön warst du noch nie. Das werden wir gleich sehen, wie schön du bist. Wir haben nämlich ein Foto davon. So sahst du aus. Oh, ist das schlimm. Und das ist wirklich grauslich. Oh. Ungeschminkt. Dieser Gesichtsausdruck, ganz genau. Dieser Gesichtsausdruck ist Wahnsinn. Erzähl mal, was genau haben wir mit dir gemacht? Ja, ich war als Lockvogel im Bestattungsmuseum am Zentralfriedhof. Ja. Und ich wurde als Leiche geschminkt. Und bin da in einem Sarg gelegen, 8 Stunden lang und hab Menschen. Nein, oh Gott, das tut mir so leid. 8 Stunden? Ja, nur gelegen, aber ich habe mir das einfacher vorgestellt, als es wirklich war. Also ich habe gedacht, wenn man eine Leiche spült, macht man einfach die Augen zu und schaut so. Aber ich war so nervös und so aufgeregt. Ich habe unter meinem Kleidl habe ich Traubenzucker gehabt, Schokolade, Nerventropfen. Das habe ich ehrlich gesagt auch immer und ich muss nie die Luft anhalten. Aber das ist ganz schön, das ist wirklich wahnsinnig schwer, wenn man nicht atmen darf, dann auch wirklich Ruhe zu bewahren. Du hast dich als Leiche da präsentiert und wir haben dich benannt Helene von Braun. Ich finde, das ist ein sehr schöner Name für dich. Und wir haben angegeben, dass du als Wachsleiche weitestgehend verwesungsfrei bist. Das können nicht alle Prominente von sich behaupten. Deswegen sind wir wahnsinnig stolz, dass wir dich da so schön in einem Sarg drapiert haben. Und wir haben die Wiener im Bestattungsmuseum, war das, glaube ich, am Zentralfriedhof ordentlich reingelegt. Boah. So erkennt ihr mich. Ich bin's, eure Melissa Naschenweng. Aber für heute verwandle ich mich in Helene. Und die wird für schön schaurige Überraschungen sorgen. Es lebe der Zentralfriedhof. Hier am Wiener Zentralfriedhof liegen viele berühmte Persönlichkeiten der Musikgeschichte. Heute bin auch ich einen Tag hier. Denn gestatten Sie, ich bin heute Helene von Braun. Leider viel zu früh verstorben im Jahre 1896. Die berühmte schöne Leich. Die erste Wienerin, die scheinbar kein Ablaufdatum hat.
Hier im Bestattungsmuseum gleich neben dem Wiener Zentralfriedhof wird's heute richtig unheimlich. Erstmals wird eine Frau öffentlich aufgebahrt, die vor 120 Jahren verstorben ist, aber kaum Anzeichen von Verwesung zeigt. Eine Wachsleiche. Unsere kleine Horrorshow kann beginnen. Bitte den Leichnam nicht berühren, das ist echte Leiche. Ah, der Familiengruft am Wiener Zentralfriedhof. 2023 ist der Leichnam entnommen und die Unverweslichkeit feststellen worden. Es handelt sich daher nachweislich erste Wienerin ohne Verwesungserscheinungen. Wahnsinn, da kommen echte Leiche. Wahnsinn. Das schaut so aus, als wenn der Mund zuckt, gell? Und sonst ist ganz schön erschreckt. Ich bin heute nur der Lockvogel für Verstehen Sie Spaß. Oh nein. Und wir sind heute in Wien und es kann nichts passieren. Ich liege schon seit 5 Stunden hier und warte auf so nette Gäste, wie Sie sind. Und ich hoffe, dass Sie mich jetzt nicht verfluchen, damit ich dann irgendwann in 80 Jahren vielleicht noch in den Himmel komme. Aber Sie haben ja ganz echt ausgeschaut. Was wir jetzt noch über einen kleinen Lautsprecher einspielen, sind die angeblichen Wachsgeräusche der Leiche. Jetzt allen Mut zusammennehmen und vorbei am Sarg. Und er? Er zögert noch. Bin ich hier? Hilfe? Hören Sie mich nicht? Doch. Wo bin ich denn hier? Am Zentralfriedhof. Ja, total, aber das ist gerade so mega. Sie machen das so toll. Das ist mega. Wahnsinn. Grüße euch ganz herzlich am Wiener Zentralfriedhof in Österreich. Ich würde sagen, aller guten Dinge sind 3. Die ist tatsächlich echt. Ja, das ist die Dame. Oh Gott, das war... Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich jemanden erschrecke, aber auch eine Freude, wenn Emotionen gezeigt werden. Oh Gott, das wird immer noch das Kräuterzeit. Also Thomas, wenn wir jetzt noch mal vergleichen, wie viel du zu tun hattest als Lockvogel, nämlich du hast dich den ganzen Tag eigentlich amüsiert und dann das vergleichen mit dem, was du gemacht hast, 8 Stunden in dieser Kiste zu liegen. Das war hart. Woher wusstest du eigentlich, wann du immer hochkommst? Und wie hast du das geschafft, so gerade hochzugehen? Machst du es mit Bauchmuskulatur? Scheinbar. Ich war aber so schnell? Also ich müsste da als Leiche... Nein, ich wurde ja verkabelt und da, wo ich begonnen habe zu lachen, da hat er dann zu mir gesagt, frag mal, wo dein Papa ist. Und, und ich habe wirklich versucht, ernst zu bleiben und dann ist es manchmal nicht gegangen. Aber der Erste, der gekommen ist, man muss sich das vorstellen, ich habe gewusst, vor der Türe sind 4 Sanitäter. Ich hatte ja so Angst, dass da jemand umfällt. Und dann sagt er, ja, es geht los, es geht los. Und er kommt jetzt rein, er schaut dich an. Und ich so, oh Gott. Und jetzt sag was. Und dann habe ich was gesagt und dann sagt er zu mir, hallo, in diesem Alter hat man keine Angst mehr vom Sterben. Ihnen frohes Sterben, schönen Tag. Nein, so, nein, oh Gott, nein. Wo soll man denn der
Ja, ein paar hatten gar keine Angst. Aber also die hatten richtig Schiss. Die eine Frau da in der Mitte, die hat sich ja überhaupt nicht getraut, an dir vorbeizugehen. Ich würde noch nicht mal reingehen, wenn ich das... Also ich würde mich nie trauen, wenn ich weiß, da liegt eine Wachsleiche. Nie. Das echt nicht? Na, ihr auch nicht? Ja. Ich würde da nicht total davor gehen und würde mir das ganz genau anschauen. Ich glaube, ich wäre so neugierig, ich würde da auch reinschauen. Ja. Na, ja, auf jeden Fall. Aber was soll man da sehen? Naja, deswegen würde ich mir, ja, eben, das ist eine Leiche. Keine Ahnung. Ja. Aber warst du gut damit beraten, dass du dir ausgerechnet diese Gesichtsstellung ausgedacht hast? Du hättest ja 8 Stunden lang auch einfach nur liegen können. Na, wir haben probiert, was am echtesten ausschaut. Und ich habe immer, wenn ich nur die Augen zu hatte, total gezuckt. Ich habe ja da auch gezuckt. Ich war ja unglaublich nervös und habe mich immer, wo ich schon aufgesprungen bin, sofort entschuldigt. Und er hat zu mir gesagt, warte ein bisschen mit der Entschuldigung, lass die Leute mal schauen. Und ich so, aber ich muss mich doch rechtfertigen. Nicht, dass ich verflucht werde. Nein, du wirst auf keinen Fall verflucht, im Gegenteil. Wir können jederzeit ein gutes Wort für dich einlegen. Bitte. Aber es geht mir genauso, wenn man die Leute so reinigt, es kostet erstens mal so eine Überwindung, weil man möchte eigentlich nach einer halben Minute sagen, es tut mir so leid. Ja, ich verstehe, wenn sie nicht das ablecken möchten oder wenn sie nicht an der Schuhsohle riechen wollen. Aber ist auch mal jemand richtig sauer und sagt so, Sie haben mich jetzt... Nein, war niemand. Na? War wirklich niemand. Niemand. Nein, also es waren total nette Menschen da. Aber wie könnte man dir auch sauer sein? Ja. Aber einer hat schon gesagt, mein Herz darf man nichts haben. Ja. Ich gesagt, wir haben das vorher abgecheckt. Wir gehen immer auf Nummer sicher hier. Großartig, dass du den Scherz mitgemacht hast. Vielen, vielen Dank. Ich sag danke vielmals. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich dort sein darf.